Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. Freunde, es ist wieder soweit. Wie ihr wisst, größter Luciano-Fan. Luciano bringt Loco-Juice raus. Und das probieren wir natürlich. Ich habe gleich alle vier Sorten geholt. Und yes, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein mit Wassermelone-Minze. Genau, ich zeige euch auch nochmal, wie das aussieht. Ja, sehr schönes Design auf jeden Fall, finde ich. Richtig nice. Und genau, hier hinten sehe ich gerade noch, steht immer ein Spruch drauf. Und zwar hier steht jetzt, jeder Sip erinnert mich an heiße Nächte in Marrakesch. Ja, Freunde, was ganz wichtig ist, das hat einfach niemand gemacht und dann sagen die irgendwie, es schmeckt wässrig oder so. Leute, bevor man sowas trinkt, immer schütteln. Okay, let's go. Also ich finde jetzt, Geruch ist nicht sehr stark. Riecht eher so ein bisschen minzig. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze gleich mal. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe sie leider nicht gekühlt. Ich habe direkt ein Video gemacht. Aber was ich sagen kann, ich finde, es schmeckt mehr nach Minze. Dieser Wassermelonengeschmack kommt nicht so richtig raus. Aber ich würde dem Ganzen so 6 von 10 geben. So, Leute, dann machen wir gleich weiter mit Exotic. Das ist auch, also es sehen ja eigentlich alle gleich aus, bloß eine andere Farbe und hinten immer ein anderer Spruch. Und hier steht jetzt, jeder Sip erinnert mich an goldene Sunsets in Venice Beach. Wieder schütteln, nicht vergessen. Exotic. Geruchtest. Das hat schon mehr Geruch jetzt auf jeden Fall. Riecht sehr fruchtig. Und ich würde sagen, Taste-Test. Das ist schon eher mein Fall. Das erinnert mich an irgendein Eis, ich weiß nicht. Dem Ganzen hier würde ich eine 8 von 10 geben. Ich denke sowieso nochmal, wenn man die Getränke kühlen würde, würden sie einfach nochmal viel besser schmecken. Aber jetzt kommt Multivitamin. Genau, hier hinten steht dann drauf, jeder Sip erinnert mich an mein Lieblingseis vom Späti am Corner. Ich finde eher das hier schmeckt irgendwie wie Capri-Eis oder so. Aber das soll nach Eis schmecken. Ich schau mal. Ja, das riecht nach Multi. Ich finde, es hat so ein leicht säuerlichen Geschmack. Es gibt ja manche, die eher süßlicher sind und ich finde das hier eher säuerlicher. Ja, dem Ganzen hier würde ich, glaube ich, so eine 7 von 10 geben. Schmeckt auf jeden Fall eher säuerlicher. Und yes, kommen wir zum letzten. Das ist Kiba. Was ich dazu sagen soll, muss, ich mag an sich kein Kiba. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob mir das hier schmecken wird. Natürlich wieder schütteln. Ich
Ich bin echt gespannt, ob das mir jetzt schmeckt hier, Kiba. Es riecht ja nach Kiba halt. Bananig. Okay, ich bin echt gespannt. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, die Konsistenz ist nicht so dickflüssig. Ich glaube, das macht das Ganze auch noch mal aus. Also ich muss sagen, so dieses Kiba Loco Juice von den ganzen vier hat das irgendwie so den meisten Geschmack. Also ich als Nicht-Kiba-Mögende muss sagen, dass ich das schon ziemlich gut finde und auch eigentlich so das Beste von allen finde. Also ich würde sagen, das ist einfach eine 9 von 10 so. Also das schmeckt eigentlich schon gleich wie die anderen Kibas, aber dass dieses Kiba einfach nicht so dickflüssig ist, ich glaube, das macht es einfach richtig aus. Wirklich 9 von 10. Das ist wirklich, ich finde, das hat am meisten Geschmack und schmeckt einfach am besten. Yes, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gerne und bildet euch eine eigene Meinung von den Loco Juices. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch nicer, wenn man sie kühlt, aber yes. Also mein Favorite ist Kiba, obwohl ich Kiba überhaupt nicht gemocht habe. Wirklich jahrelang, seit ich ein kleines Kind bin, ich mag kein Kiba. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!